Am Dienstag, dem 1. Dezember, kündigte das deutsche Innenministerium das Verbot der rechtsextremistischen Gruppe Sturmbrigade 44 an. Nach verschiedenen Untersuchungen gegen Mitglieder der Gruppe der Rechtsextremisten war dieses Verbot nur die logische Folge. Doch gleichzeitig werden die deutschen Polizeikräfte in ihren eigenen Reihen mit rechtsextremistischen Skandalen konfrontiert. Einige in Deutschland verehren noch immer die ungeheuerliche Geschichte Deutschlands und ihre Täter. Andere tolerieren Rechtsextremisten in ihrer Mitte und verhindern sogar ihre Strafverfolgung. Man fragt sich, hat Deutschland jemals eine Lektion von vor 75 Jahren gelernt? Die Welt ist instabil, unberechenbar und gefährlich. Deutschland und Europa erleben große Krisen und Transformationen. Wie sieht die Zukunft Deutschlands aus? Was ist die Zukunft des Menschen? Die biblische Prophezeiung gibt Antworten. Dies ist der Wochenrückblick der Posaune. Hier lernen Sie, wie Sie Ihre Welt verstehen können. Hier ist Ihr Moderator, José Michels. Bundesinnenminister Horst Seehofer wird wie folgt zitiert: Wer die Grundwerte unserer freiheitlichen Gesellschaft bekämpft, bekommt die entschlossene Reaktion unseres Rechtsstaates zu spüren. Ende Zitates. In diesem Jahr hat Seehofer bereits zwei rechtsextremistische Gruppen verboten, Kommando 18 und Nordadler, sowie einen antisemitischen Reichsbürgerverband. Das Verbot der Sturmbrigade 44 setzt die Serie nun fort. Am Dienstagmorgen begannen Polizeibeamte in Hessen, Mecklenburg-Vorpommern und Nordrhein-Westfalen mit Razzien in Häusern von 13 Clubmitgliedern. Nach Angaben des Innenministeriums bestand ein Ziel der Razzien darin, das Vermögen des Verbandes und mögliche rechtsextremistische Propaganda zu beschlagnahmen. Bereits im Sommer 2019 habe die Bundesanwaltschaft in 4 Bundesländern in Sachsen-Anhalt, Hessen, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Razzien durchgeführt, so Spiegel Online. Nach Angaben der Behörden sollen 6 Verdächtige die Sturmbrigade, einen bewaffneten Arm der Wolfsbrigade, gebildet haben. Die Gruppe hat bereits Anfang 2018 ihre potenzielle Bedrohung für die Gesellschaft gezeigt, als in einem Zug eine Tasche mit Waffen und ein T-Shirt mit dem Aufdruck Sturmbrigade 44 Köthen-Anhalt gefunden wurden. Es wurde auch festgestellt, dass Mitglieder der Gruppe an rechtsextremen Demonstrationen teilnahmen. Im Juli 2019 stufte die Bundesregierung die Sturm-Wolfsbrigade 44 als rechtsextremistische Gruppe mit überregionalen Strukturen ein. Untersuchungen ergaben auch, dass sich die Gruppe bewusst in eine nationalsozialistische Tradition einordnet. Ziel der Gruppe ist es, ein freies Vaterland nach dem germanischen Sittengesetz wieder zu stärken. Die Nummer 44 im Namen wurde ebenfalls nicht zufällig ausgewählt. Bei Neonazi-Gruppen wird der Code mit dem 4. Buchstaben des Alphabets interpretiert, DD. Die Abkürzung steht für Division Dirlewange. Die Division wurde vom Kommandeur einer Spezialeinheit der Waffen-SS, Oskar Dirlewange, angeführt, der für einige der schlimmsten Kriegsverbrechen Deutschlands verantwortlich war und als besonders sadistisch gilt. Es ist eine tragische Realität, dass solche Männer in Deutschland bis heute verehrt werden. Noch besorgniserregender sind Mängel im deutschen Rechtssystem, die eine solche Verehrung ermöglichen. Nach Angaben des Bundesinnenministeriums waren an diesem Dienstag auch Razzien in Sachsen-Anhalt geplant. Das Verwaltungsgericht Halle und in zweiter Instanz das Oberverwaltungsgericht Magdeburg haben jedoch keine ausreichende Grundlage für Durchsuchungsbefehle anerkannt. Dies ist besorgniserregend. Das Verwaltungsgericht Halle sollte besonders vorsichtig sein, welche Gruppen und Mentalitäten sie in ihrer Region gedeihen lassen. Erst letztes Jahr, am 9. Oktober,
wurde vor der Synagoge in Halle geschossen. Der Rechtsextremist, der versucht hat, in der Synagoge eine Massenerschießung durchzuführen, wird derzeit vor Gericht befragt. Zum großen Schock der Überlebenden bedauert er nur, dass er sein Blutbad nicht durchführen konnte. Als er nicht in der Lage war, die verschlossene Synagoge zu betreten, tötete er zwei Passanten. Allein dieser Angriff zeigt, wie gefährlich die rechtsextreme Szene in Deutschland ist. Synagogen in Deutschland stehen grundsätzlich unter Polizeischutz. Das allein ist eine traurige Tatsache, wie Bundeskanzlerin Angela Merkel einmal bemerkte. Die Halle-Synagoge wurde jedoch am 9. Oktober nicht von der Polizei geschützt, obwohl es ein hoher Feiertag für die jüdische Gemeinde war. Wusste die Polizei im Voraus von dem geplanten Angriff und räumte die Stellung? Es laufen keine ernsthaften Ermittlungen. Jüdische Überlebende des Angriffs haben der Polizei vorgeworfen, die rechtsextreme Online-Szene, die möglicherweise den Angriff auf die Synagoge ausgelöst hat, nicht angemessen untersucht zu haben. Aber war die Untersuchung vielleicht fahrlässig wegen rechtsextremer Sympathie unter den Polizisten? Der Gedanke, dass Polizisten mit Rechtsextremisten zusammenarbeiten könnten, ist alarmierend. Gerade deshalb muss es berücksichtigt werden. Auch die Polizei in Deutschlands bevölkerungsreichstem Bundesstaat, Nordrhein-Westfalen, hat in letzter Zeit die meisten negativen Schlagzeilen gemacht. Unter dem Schlagwort rechtsextremistische Polizisten bemerkte die Welt am 2. Dezember, ein Beamter machte stehend auf zwei Dienstwagen den Hitlergruß. Könnte man einem solchen Polizisten vertrauen, dass er Ermittlungen in ein rechtsextremes Spektrum leitet? Welt fasste einige der schockierenden Ergebnisse in den Polizeikreisen von Nordrhein-Westfalen zusammen. Zitat: Der Skandal um rechtsextremistische Chats von Polizisten in Nordrhein-Westfalen weitet sich aus. Die Polizisten benahmen sich in ihrem Kegelclub wie Neonazis. In ihrer WhatsApp-Gruppe Kunta Kinte, benannt nach dem afrikanischen Sklaven aus dem Roman Roots, verabredeten sich die 15 Beamten, zwei von ihnen bereits im Ruhestand, nicht nur zu Kegelfahrten. Sie schickten sich gegenseitig Bilder von Adolf Hitler sowie fremdenfeindliche, rechtsextremistische und antisemitische Botschaften. Ende Zitates. Die Beamten teilten Bilder mit dem Hakenkreuz, einem Flüchtling in einer Gaskammer und der Erschießung eines Schwarzen. 12 Kegelclub-Mitglieder, die noch im polizeilichen Dienst in Nordrhein-Westfalen sind, wurden vorläufig suspendiert. Zuvor wurde festgestellt, dass eine kleine Gruppe von Polizeibeamten Droh-E-Mails an Menschenrechtsaktivisten und Linkpolitiker teilte, die mit Heil Hitler und NSU 2.0 unterzeichnet waren. Letzteres bezieht sich auf eine ehemalige rechtsextreme inländische Terrorgruppe in Deutschland. NRWs Innenminister Herbert Reul stellte fest, Zitat: Wir müssen frühzeitig Konsequenzen ziehen. Ich will nicht, dass diejenigen, die unter Verdacht sind, weiterhin in Uniform mit Dienstwaffen unterwegs sind. Ende Zitates. Er bemerkte auch, Zitat: All das haben wir befürchtet. Wir haben immer gesagt, je mehr wir suchen, desto mehr werden wir auch finden. Es ist nichts Überraschendes und doch erschüttert mich jedes dieser Bilder. Ende Zitates. Die Ermittlungen richten sich auch gegen 191 Polizeibeamte. Reul glaubt jedoch, dass die übergroße Mehrheit der 56.000 Polizisten tadellose und gute Arbeit leistet und die freiheitliche demokratische Grundordnung verkörpert. Er lehnt jeden allgemeinen Verdacht gegen die Polizeibeamten entschieden ab. Die Welt bemerkte, Zitat: Die Durchsuchungen sind ein weiterer Erfolg im Kampf gegen Rechtsextremismus bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen.
Je länger er dauert, desto mehr erhärtet sich der Verdacht, dass es sich nicht um einzelne Fälle handelt. Ende des Zitates. Während einige die Ergebnisse als Erfolg bezeichnen und die Bemühungen Deutschlands, rechtsextremistische Fälle zu bekämpfen, als heldenhaft bezeichnen, sollte stattdessen gefragt werden, warum gibt es in Deutschland so viele neonazistische Verschwörungen? Der Posaune-Redakteur Richard Palmer stellte genau diese Frage. Während er eine ganze Reihe anderer rechtsextremistischer Fälle auflistete, die kürzlich entdeckt wurden. Die Antwort auf diese Frage besprechen wir nach einer kurzen Pause. Nach einer kurzen Pause sind wir gleich wieder zurück. Sie hören das Programm Der Wochenrückblick von der Posaune. Die biblische Prophezeiung offenbart Geschehnisse unserer Zeit und weltbewegende Ereignisse, die bald ihr Leben ändern werden. Eine Weltmacht wird in der Bibel symbolisch mit einem weltbeherrschenden Tier dargestellt. Das Buch der Offenbarung spricht von einem solchen Tier. Wer oder was ist das Tier der Apokalypse oder des Buches der Offenbarung, Kapitel 13 und 17? Was offenbart die biblische Prophezeiung über die Weltgeschehnisse, die uns zum Ende dieses Zeitalters nach Harmagedon führen? Die wichtigste Frage der Stunde lautet: Was oder wer ist das Tier? Was ist das Bild des Tieres und das Mahlzeichen des Tieres, von denen in der Apokalypse bzw. im Buch der Offenbarung die Rede ist? Wer immer das seltsame Tier, was immer das rätselhafte Bild, was immer das geheimnisvolle Zeichen ist, Sie und ich müssen feststellen, worum es sich handelt. Die Antworten auf diese Fragen finden Sie in unserer kostenlosen Broschüre »Wer oder was ist das prophezeite Tier?« von Herbert W. Armstrong. Besuchen Sie unsere Webseite dieposaune.de und beantragen Sie Ihr kostenloses Exemplar. Diese zweiteilige Broschüre schreibt über die Regierungen und Kriege, die diese Welt zum Ende bringen werden, aber auch Gottes Plan, den Menschen Frieden zu bringen. Sie können auch an info@dieposaune.de schreiben, um Ihre kostenlose Literatur zu beantragen. Willkommen zurück. Fahren wir fort mit unserem Programm Der Wochenrückblick. Hier ist wieder Ihr Moderator, José Michels. Warum gibt es in Deutschland so viele neonazistische Verschwörungen? Herr Palmer bemerkte, dass die jüngsten Ergebnisse nur an einen anderen rechtsextremen Führer erinnern, der nur einen Schlag auf das Handgelenk erhielt, weil er 1923 versucht hatte, die Regierung zu stürzen. Adolf Hitler. Ende Zitates. Trotz der historischen Warnung ist der Umgang Deutschlands mit diesem Thema schockierend. Katrin Benhold, die Büroleiterin der New York Times in Berlin, stellte eines der Hauptprobleme bei den Ermittlungen fest. Fast immer konzentrieren sich die Untersuchungen auf Einzelpersonen, nicht auf die Netzwerke selbst. Dies sollte einige Fragen aufwerfen, wie Herr Palmer bemerkte. Zitat: Warum ist Rechtsextremismus so ein systemisches Problem? Warum kommen die Beteiligten immer wieder so leicht davon? Warum sind die Polizei, das Militär, die Spezialeinheiten und die Geheimdienste wiederholt darin verwickelt? Warum sind so viele Ermittler mitschuldig? Warum werden so wenige bestraft? Und wenn so viele bereit sind, auf diese Art von Überzeugungen zu reagieren, bis hin zur Lagerung von Waffen und der Zusammenstellung von Trefferlisten, wie viele sympathisieren dann noch von der Seitenlinie? Dies ist die entscheidende Frage, die sich zu wenige stellen. Was bedeutet das für das moderne Deutschland? Ende Zitates. Wir müssen der Ursache all dieser Neonazi-Aufstände auf den Grund gehen, um zu verstehen, wie die Zukunft Deutschlands aussehen wird. Es ist kein Zufall, dass heute in Deutschland die gleichen Mentalitäten
wie vor über 75 Jahren wieder aufleben. Der verstorbene Herbert W. Armstrong warnte am 9. Mai 1945, Zitat: Wir verstehen die deutsche Gründlichkeit nicht. Von Anbeginn des Zweiten Weltkrieges haben sie mit der Möglichkeit gerechnet, auch diese zweite Runde, wie schon die erste, zu verlieren, und sie haben für diese Möglichkeit sorgfältig und systematisch eine dritte Runde geplant, den Dritten Weltkrieg. Hitler hat verloren. Diese Runde des Krieges ist in Europa vorbei. Die Nazis sind in den Untergrund gegangen. Sie haben in Frankreich und in Norwegen gelernt, wie wirkungsvoll ein gut organisierter Untergrund die Besetzung und die Kontrolle eines Landes behindern kann. Paris wurde durch den französischen Untergrund und durch die alliierten Streitkräfte befreit. Jetzt wird systematisch ein Nazi-Untergrund geplant, sie planen zurückzukommen, um beim dritten Anlauf zu gewinnen. Ende des Zitates. Dies ist ein entscheidendes Verständnis, um zu verstehen, was jetzt in Deutschland passiert. Herr Armstrong gründete die Zeitschrift Plain Truth, die Clown war, um die Welt vor dem Aufstieg Deutschlands zu warnen, wie es in der Bibel prophezeit wurde. Er verkündete aber auch die gute Nachricht vom kommenden Reich Gottes, um den schrecklichen Problemen der Welt ein Ende zu setzen, wie es in Matthäus 24, Vers 14 prophezeit wurde. Die Posaune unter der Führung von Gerald Fluri setzt heute dieselbe Warnung fort, wie es in Offenbarung 10, Vers 11 heißt. Wenn Sie verstehen möchten, wie Herr Armstrong die heute geschriebenen Nachrichtenartikel vorhersagen konnte, fordern Sie Ihr kostenloses Exemplar von Wer oder was ist das prophezeite Tier an. Diese Broschüre wird Ihnen nicht nur helfen, die biblischen Prophezeiungen zu verstehen, die den Aufstieg Deutschlands vorhergesagt haben, sondern Ihnen auch zeigen, welche große Hoffnung in Gottes wahren Werk steckt. Das war's von uns vom Wochenrückblick. Beobachten Sie weiterhin die Welt, in der Sie leben. Bis zum nächsten Mal. Sie hörten gerade das Programm Der Wochenrückblick von Der Posaune. Besuchen Sie uns bitte auch auf unserer Webseite dieposaune.de.